Also, einmal in jeder Stunde übersteigt das Objekt den Sattelpunkt. Und wenn sie vorher, ich betone vorher, den Kippschalter umgelegt haben, dann hält die Gondel und sie haben Zeit zum Aussteigen. Sollten sie allerdings den tiefsten Punkt schon überschritten haben, dann macht das überhaupt keinen Sinn, danach noch tausendmal an diesem Schalter rumzukippeln. Dann müssen sie wieder eine Stunde warten. Haben sie vorher schon mal zusammen gewohnt? Nee, es ist unsere erste gemeinsame. Ah, wundervoll. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es lieben. Dieser Ausblick, dieses Leben in der ständigen Bewegung. Ich sag immer, in dieser Anlage, da ist Musik drin. Ich glaube, jetzt sollten wir uns beeilen. Einer Ihrer Nachbarn hat den Kippschalter umgestellt. Das heißt, er will raus, Sie wollen rein. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Danke. Die erste Umdrehung genießen wir jetzt einfach, oder? Ach komm, lass uns auspacken. Was hat zu Ihrer eigenen Sicherheit? Das ist ja lächerlich. Ich werde mich ja wohl aus meinem Fenster stürzen können, wenn ich will. Wo ist mein Werkzeugkasten? Steht jetzt eigentlich alles drin. Das lasse ich mir nicht von meinem Vermieter vorschreiben. Doch, ich habe jetzt alles aufgeschrieben. Ein Stück Draht ist eigentlich alles da. Das sind ganz einfache Regeln, die du befolgen müsstest. Sauberkeit, erste Regel, oberste Regel. Jakob? Mhm. Nur ganz kurz. Ja, du siehst ja, dass ich beschäftigt bin, oder? Und einmal am Tag das Essen in einen Napf. Ist doch relativ einfach. Ach, ist eigentlich relativ einfach. Ach. Bitte. Ich wünsche es mir zum Einzug. Ist mir auch egal, wenn du deswegen ein schlechtes Weltbild von mir hast. Weltbild? Ich glaube nicht, dass man von einer Person... Leg doch bitte mal einen Augenblick das Zeug beiseite, ja? Das Wichtigste habe ich dir noch gar nicht verraten. Was wäre? Der hier verkauft sogar einen alten Käfig. Ein was? Gebraucht. Ein Käfig, das ist jetzt neu. Ich bezahle ihn auch. Du verlierst nichts. Kein Cent. Ja, okay. Ich würde da jetzt gerne noch mal drüber schlafen. Also genau genommen habe ich ihn schon bestellt. Bei sowas musst du mich einfach vorher fragen. Ich habe ihn vom Umzugsunternehmen herbringen lassen. Das war am einfachsten und am billigsten. Was, hierher in die Wohnung?
ein Witz, oder? Wir gehen das ganz langsam an, okay? Ich hab dir alles aufgeschrieben, du kannst gar nichts falsch machen. Regel Nummer 2. Wenn Sklavin darum bittet, dass du sie freilässt, egal was sie sagt, ignoriere sie. Regel Nummer 3. Es ist Sklavin nur dann erlaubt zu sprechen, wenn Gebieter es befiehlt. Nick, ich hab's mir überlegt. Ich mach's nicht. In Regel Nummer 4, um das Spiel abbrechen zu können, wird ein Safe Word festgelegt. Ein Safe Word. Nicole, es ist nur dann ein Spiel, wenn ich auch mitspiele. Okay, was ist das Safe Word? Gut, dann sagen wir, das Safe Word ist, lass mich raus, ja? Okay, ich befehle dir zu sprechen. Komm, Jakob, ich spiele nur ganz kurz. Nur bis Sonntag, ja? Bis Sonntag? Was willst du jetzt das ganze Wochenende in dem Käfig bleiben? Komm einfach mal raus und wir reden vernünftig drüber, ja? Ich bin jetzt nicht mit dir zusammengezogen, damit ich dich in dem Käfig sitzen hab. Hätte ich mir auch ein Lego anzulegen können. Bitte komm jetzt einfach raus oder sprich mit mir. Ein Spiel lässt mich jetzt schon. Lass mich raus. Warum jetzt plötzlich? Ich weiß nicht. Lass mich bitte einfach raus, Gebieter. Lass dich raus, aber nenn mich nicht Gebieter. Danke. Gebieter. Warum hast du das gemacht? Warum habe ich was gemacht? Du hast Regel 2 nicht befolgt. Du hast mich nicht ignoriert. Du hast gesagt, lass mich raus. Das haben wir als Safe Word vereinbart. Regel Nummer 4. Lass mich raus? Das ist doch kein Safe Word. Was hätte ich jetzt machen sollen? Dich in dem Käfig lassen? Lass mich raus. So Blödsinn. Was ist deiner Meinung nach ein angemessenes Safe Word? Antananarivo. Bitte? Antananarivo. Was ist das? Die Hauptstadt von Madagaskar und ein angemessenes Safe Word. Du bist so krank. Das ist jetzt so typisch für dich. Du wirst immer sofort beleidigen. Du bist einfach so ein unsicherer Mensch. Was ist los mit dir? Spinnst du jetzt oder was? Siehst du, du bist innerlich einfach überhaupt nicht gefestigt. Wenn du jetzt anfängst, mich mit deiner weiblichen Logik zu nerven. Weibliche Logik? Jakob, im Ernst? Und wenn du nicht weiter weißt, dann wirst du einfach sexistisch. Toll. Ich geh jetzt in den Käfig zurück. Oder ich hau dir eine runter. Au! Ah! Aua! Bist du irre? Au! Ist es jetzt die Strafe dafür, dass ich den Käfig bestellt habe, ohne dich um Erlaubnis zu bitten? Jakob? Jakob, das ist so lächerlich. Lass mich raus, bitte. Mir tut alles weh.
Und ich muss aufs Klo, dringend. Jakob, das Spiel ist vorbei. Ich möchte raus. Bitte. Antananarivo? Ich hab hier drin was Schreckliches entdeckt. Hab ich dir erlaubt zu sprechen, Sklavin? Da ist eine eklige Stelle. Da kleben Haare dran. Und Blut. Haare? Kann überhaupt nichts erkennen. Mach bitte den Käfig auf. Das ist kein Trick. Warum sagst du das? Was? Warum sagst du, dass das kein Trick ist? Ist es ein Trick? Ja, bitte. Ich kann nicht in einem Käfig sein, in dem Haare und Blut von anderen Menschen kleben. Kann ich reinkommen? Nein. Es tut mir leid. Warum kannst du nicht mein Spiel richtig spielen? Was hätte ich machen sollen? Ist es jetzt meine Schuld? Boah, du bist so unglaublich gut darin, die Tatsachen zu verdrehen. Egal, worum es geht, wenn es durch dein Gehirn gelaufen ist, dann kommt es so verquirlt und verdreht wieder raus, wie Eiscreme aus solchen Maschinen. Weißt du was, leck mich am Arsch mit deinem Scheißkäfig, ey. Warum soll ich den Käfig jetzt putzen? Der wird morgen sowieso entsorgt. Jakob, ich kann mit der klebrigen Stelle nicht in einer Wohnung sein. Mach das bitte weg. Wo ist die? Da. Wo? Da. Wo? Du dreckiges Biest! Es ist nicht lustig. Lass mich los! Nick? Nick? Antananarivo?